Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einer Zeitenwende. Seit dem Krieg in der Ukraine müssen sich Deutschland und Europa gegenüber Russland neu ausrichten. Und auch im globalen Kräftemessen zwischen den USA und China muss Europa seine geopolitischen Interessen durchsetzen. Können wir dabei noch auf die westliche Wertegemeinschaft bauen? Und wo müssen Deutschland und Europa sich in Zeiten globaler Umbrüche neu positionieren? Darum soll es jetzt gehen, zusammen mit Klaus von Donani, langjähriger Bundestagsabgeordneter für die SPD. Anfang der 70er Jahre waren Sie auch Wissenschafts- und Bildungsminister unter Willy Brandt, später viele Jahre erster Bürgermeister von Hamburg und auch jetzt mit 93 Jahren beobachten Sie die internationale Politik. Und in dieser Rolle haben Sie gerade pünktlich zur vielbeschworenen Zeitenwende ein Buch herausgebracht. Titel: Nationale Interessen, Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche. Herr von Donani, inwiefern hat Olaf Scholz denn recht, wenn er jetzt von einer Zeitenwende spricht? Ich weiß es nicht, ob es eine Zeitenwende ist, aber es ist eine Fortsetzung einer Entwicklung, die wir eigentlich seit anderthalb Jahrzehnten beobachten können, nämlich einer wachsenden Spannung zwischen den USA und Russland und einem wachsenden Problem, das sich dadurch auch in der Verbindung zwischen Russland und China entwickelt hat. Also wir haben eine Entwicklung in den letzten anderthalb Jahrzehnten, Russland immer weiter an die Seite Chinas gedrängt wurde und in der wir nun zugleich sozusagen einen Konflikt zwischen den USA und China vor uns sehen und diesen Krieg in der Ukraine, der sozusagen mit eine Folge dieser Gesamtentwicklung ist. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, ist ja jetzt auch gleichzeitig oberster Steuermann, um uns durch diese neue Problemlage zu navigieren. Und Sie kennen ja selbst beide Rollen als Regierungsmitglied und als Bürgermeister von Hamburg. In welcher gefällt Ihnen Olaf Scholz besser? Er hat gegenwärtig eine äußerst schwierige Situation. Er muss auf der einen Seite dafür sorgen, dass mit Behutsamkeit und Vorsicht vorgegangen wird, weil es ja nicht ohne Grund auch Warnungen gibt, dass der Krieg sich weiter ausweiten könnte auf Europa. Und auf der anderen Seite muss er natürlich auch in dem gesamten Komplex der Zusammenarbeit im westlichen Bündnis seine Entscheidung treffen. Dass er behutsam vorgeht, finde ich gut. Und was ich mir wünsche vielleicht wäre, dass er noch etwas deutlicher erklärt, warum Behutsamkeit so bedeutsam ist. Denn es gibt ja auch überhaupt nicht wenige, die sich Olaf Scholz als Bundeskanzler und Krisenmanager rund um den Ukraine-Krieg jetzt gern auch etwas schneller, eindeutiger und vielleicht auch zupackender wünschen würden. Wäre das nicht angemessen? Ich glaube, dass genau das ist das Problem. Es gibt, wenn Sie so wollen, gegenwärtig zwei Lager auf der westlichen Seite. Da gibt es die einen, die denken auf den Augenblick und reagieren auf den Augenblick. Dazu gehört im Ganzen die Bundesregierung, insbesondere im Bereich, sage ich mal, der Außenpolitik von Frau Baerbock. Dazu gehört auch Präsident Biden. Und dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die mehr auf lange Frist denken. Dazu gehört zum Beispiel vor kurzem in seiner interessanten Ansprache in Davos Henry Kissinger. Herr von Donani, Sie haben ja selbst das Dritte Reich miterlebt, das Grauen des Zweiten Weltkriegs, den Kalten Krieg, die Ölkrise und auch die deutsche Wiedervereinigung und jetzt die Globalisierung. Wie schauen Sie denn auf die heutige Zeit? Es ist eine, wie Sie vorhin im Zitat von Olaf Scholz gesagt haben, es ist eine Zeitenwende. Wir haben zum ersten Mal wieder Krieg in Europa, denn die Ukraine gehört natürlich zu Europa, wie übrigens auch Russland oder mindestens das Russland bis zum Ural. Und das ist eine Erfahrung, die ich gegenwärtig mache, die ich mir nicht habe vorstellen können. Allerdings in dem Buch, was Sie erwähnt haben, was ich schrieb und im November des vergangenen Jahres beendete, in diesem Buch habe ich ja darauf hingewiesen, dass eine konkrete Gefahr eines Krieges im Bereich der Ukraine besteht, wenn der Westen weiterhin darauf besteht, die Ukraine in die NATO zu nehmen. Und mit dieser Warnung war ich ja nicht allein. Das war auch die Warnung von Burns, also dem heutigen Chef des CIA in Washington von Präsident Biden. Und das war unter anderem auch der berühmte Brzezinski und das war auch George F. Kennan, der große Diplomat, der die Eingrenzung Russlands nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt hat. Also ich glaube, wir haben eine Situation, in der wir eine Entwicklung befürchten müssen, die weit über das hinausgreift, was gegenwärtig in der Ukraine stattfindet. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Olaf Scholz recht hat, wenn er vorsichtiger vorgeht,
als andere es vielleicht erwarten. Hat sich denn der Westen damals bei der NATO-Osterweiterung überschätzt als Freiheits- und Heilsbringer vielleicht? Ich glaube, das Wort überschätzt würde ich nicht benutzen, Herr Steinbrecher. Ich würde sagen, der Westen hat einen Fehler gemacht. Ich bin der Meinung, viele andere, insbesondere kluge amerikanische Berater, die gesagt haben, man hätte andere Wege finden müssen, um zwischen Ost und West eine Friedensstruktur, eine Sicherheitsstruktur zu schaffen, als ausgerechnet die Erweiterung der NATO. Und der, wie gesagt, William Burns, der heutige CIA-Chef von Präsident Biden, hat ja die NATO-Erweiterung als einen zu überprüfenden Autopiloten, also ein sich selbst steuerndes System betrachtet. Und ich halte diese Entwicklung, die damals Ende der 90er Jahre getroffen worden ist, rückblickend, und ich habe das schon damals für einen Fehler gehalten, also die rückblickend für einen schwerwiegenden Fehler, ja. Ja, dann reden wir noch mal ganz kurz über früher. Der Bundesminister Genscher hatte ja damals im Fernsehen halt gesagt, die NATO-Osterweiterung geht nicht weiter als bis zur Elbe. Das wurde dann später anders gestaltet. Zugleich gab es ja nie schriftliche Sicherheitsgarantien gegenüber Russland. Und Russland selbst hat der NATO-Osterweiterung 1997 zugestimmt. Also das heißt, wenn es da einen Fehler gegeben haben sollte, war das ja ein Fehler von beiden Seiten, oder nicht? Also wenn Sie das Jahr 1997 zitieren, müssen Sie bedenken, Russland war in der schwächsten Phase seiner Periode in vielleicht in diesem ganzen vorigen Jahrhundert. Also es war eine wirkliche, eine schwierige Entwicklung, weil Gorbatschow hatte ja Russland sozusagen geöffnet. Russland war dann ausgesetzt schwierigen innenpolitischen, ökonomischen Veränderungen. Und der dann Präsident der Russlands, also Jelzin, war ja im Jahr 97 in aller Schwäche. Er war ja, man konnte das ja zum Teil sehen, er hat immer noch sehr viel getrunken, er war operiert worden. Also Russland im Jahr 97 war ein für Russland sehr schwieriges Jahr. Und selbst damals hat Jelzin als Präsident Russlands gesagt, und zwar unterstrichen, wenn ich der NATO-Erweiterung zustimmen würde, wäre das Verrat an meinem Volk, Verrat an meinem Volk. Also es ist völlig unbestreitbar, wenn man die Akten einsieht, dass für Russland die NATO-Erweiterung von Anbeginn, seit dieser Fehlentscheidung zu Beginn der 90er Jahre, immer wieder als ein großes Problem betrachtet hat. Und das war eben besonders schwierig für die Ukraine und für Georgien, weil dies ja damalige oder ehemalige Teile des russischen Staates selbst waren und nicht wie Polen oder Litauen oder so Länder, die gewissermaßen durch das Ende des Zweiten Weltkrieges Russlands Machtbereich zugeschlagen wurden. Und die waren ja kein Teil des russischen Staates. So wenig wie die DDR. Ja, aber zugleich gibt es ja, wenn wir nochmal bei der Ukraine bleiben, auch Sicherheitsgarantien, die abgegeben wurden gegenüber, also von Russland an die Ukraine, als diese 1994 dann ihre Atomwaffen abgegeben hat. Und die Ukraine war damals und ist es bis heute ein souveräner Staat, sodass sich ein Angriffskrieg von Seiten Russlands eigentlich auch aufgrund dieser Sicherheitsgarantien verbieten sollte. Wie sehen Sie das? Aber natürlich, darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel. Der Krieg, den Putin begonnen hat, war völkerrechtswidrig, und ich wage auch nicht, wenn ich sage, das war auch ein Kriegsverbrechen. Das hätte er nie tun dürfen. Aber man muss natürlich sehen, unter welchem Druck auch die russische Innenpolitik stand, dadurch, dass man immer weiter vorandringen wollte mit Ukraine und mit Georgien innerhalb der NATO. Und wenn Präsident Biden im Dezember 2021, als Russland ja vorgeschlagen hat, über das Ukraine-Problem zu debattieren und zu verhandeln, diese Verhandlung einfach abgelehnt hat, stattdessen Sanktionen angedroht hat, da muss man sehen, dass der Westen natürlich einen Teil Mitschuld an dieser Entwicklung trägt. Der Westen hätte viel deutlicher in die Verhandlungen gehen müssen. Vielleicht wären die Verhandlungen zu keinem Ergebnis gekommen, das kann ja sein. Aber dass man die Verhandlungen nicht mal versucht hat, das halte ich für einen schwerwiegenden Fehler, den wir alle heute büßen. Sie wollen ja mit Ihrem Buch Orientierung in schwierigen Zeiten von Umbrüchen geben, den wir jetzt definitiv haben. Wie kriegen wir die Kuh wieder vom Eis? Ich glaube, wir hören immer, dass europäische Politiker mit Putin reden. Ich glaube, das hat überhaupt keinen Sinn.
Der Schlüssel für einen Frieden in Europa liegt ausschließlich in den USA. Wenn die USA heute sich bereit erklären würden, auf dem Weg zu folgen, den Zelensky ja angedeutet hat, nämlich die Ukraine zu neutralisieren, und das unter UNO-Schutz und unter einer Garantie von USA und Russland und Europa und wie auch immer, dann glaube ich, könnten wir einen Schritt zurück tun. Und dieser Schritt zurück würde bedeuten, dass das alte Konzept von Minsk, nämlich dass man dem, was heute der Donbass ist, wo der Krieg gegenwärtig stattfindet, dass man dem eine eigene, eine politische Autonomie gibt. Dann könnte man vielleicht darauf zurück. Aber der Schlüssel liegt in den USA. Und warum die USA diesen Schlüssel nicht in das Schlüsselloch getan haben und nicht gedreht haben, um die Tür aufzuschließen, das ist eine Sache, die man debattieren muss. Jetzt sagen Sie, die USA können da helfen. In einem Radiointerview mit dem SWR haben Sie aber vor kurzem sinngemäß gesagt, Europa muss aufhören, den USA und deren Interessen blind zu folgen. Das gelte auch für den Ukraine-Krieg. Was meinen Sie damit konkret? Also Europa muss nach meiner Meinung, so wie Macron seine Juniwahlen hinter sich hat und seine Parlamentsmehrheiten oder Strukturen auf jeden Fall übersehbar geworden sind, müsste mindestens Frankreich und Deutschland, vielleicht auch mit Italien, ich sehe interessante Bemerkungen von Herrn Ministerpräsidenten Draghi, müssten diese europäischen Mächte in Washington vorstellig werden und bei Präsident Biden darauf dringen, dass der Versuch eines Friedens gemacht wird. Und dieser Versuch eines Friedens würde bedeuten, ja, der Westen gibt zu, die Ukraine und Georgien kommen nicht in die NATO, aber dafür werden wir erwarten, dass Russland seinen Krieg einstellt und dass man dann über die Zukunft des Donbass redet. Das ist ein Weg, den man einschlagen könnte. Aber wie gesagt, wir haben gegenwärtig in Europa lauter Leute, die kurzfristige Politik machen. Und wir haben in den USA, in Kissinger und den anderen Leuten, auch in der New York Times kürzlich, haben wir lauter nachdenkliche Leute, die mehr langfristig denken. Ausgetragen wird der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland naturgemäß in Europa. Die Kontrahenten kann man aber auch sehen, Russland auf der einen Seite und die USA auf der anderen. Wie kann Europa und dessen Regierungen, wie können die sicherstellen, dass Europa nicht zerrieben wird im Konflikt zwischen diesen beiden geopolitischen großen Blöcken? Das ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt, glaube ich, zwei Ansätze, die man dazu tun muss. Der erste Ansatz ist der, dass Europa endlich begreifen muss, dass die USA in Europa ganz andere Interessen haben als wir Europäer. Es ist eine große Illusion zu glauben, die USA hätten dieselben Sicherheitsinteressen in Europa wie wir. Die USA sind 6000 Kilometer entfernt, durch einen großen Atlantik von uns getrennt. Und so wenig wie Sie und ich uns die Haare raufen über die Zuwanderung an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, so wenig werden die Wähler von Chicago oder Milwaukee oder Philadelphia oder wie auch immer sich die Haare raufen, was in der Ukraine passiert. Das interessiert die überhaupt nicht. Interessiert die überhaupt nicht. Und diese unterschiedliche Interessenlage ist der erste Punkt. Den muss Europa endlich verstehen. Und zweitens muss dann Europa eben den Mut haben, mit beiden offen über diese Frage zu reden. Ehe wir mit den USA nicht offen über diese Unterschiede der Interessen reden, ehe wir nicht uns selber klar machen, dass es ja völlig undenkbar ist, dass die USA dieselben Sicherheitsinteressen in Europa, sage ich mal, in Berlin haben wie wir, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja das greift man doch mit den Händen, dass das nicht sein kann. Solange wir diese Frage nicht mit uns geklärt haben und deutlich machen, dass die NATO eben europäisiert werden muss, das heißt, die NATO dient der Verteidigung Europas, aber gegenwärtig dient sie den Interessen der USA. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist das so ein bisschen so, als sehen Sie gerade das Ende der Wertegemeinschaft zwischen Europa und den USA da heraufziehen. Ist das so oder verstehe ich Sie falsch? Also ich halte überhaupt nichts von dem Wort Wertegemeinschaft. Weil die Werte zwischen den USA und uns sind sehr unterschiedlich. Also das geht in die Innenpolitik hinein. Darüber habe ich in meinem Buch sehr eingehend geschrieben. Das geht aber auch in die Außenpolitik. Ist ja kein Zufall, dass Deutschland und Frankreich im Irakkrieg eben nicht mitgemacht haben. Also das war nach meiner Meinung auch kein Krieg, der von der UNO genehmigt war. Also es war ein völkerrechtswidriger Krieg.
Und wir haben sehr unterschiedliche Werte in dieser Beziehung. Die USA, das hat der große Journalist Kagan ja mal gesagt, die USA stammen vom Mars, also vom Kriegsgott ab, und die Europäer stammen von der Venus ab, also von der Liebesgöttin. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber wir sind ganz unterschiedlich. Unsere Werte sind nicht identisch. Ich halte gar nichts von einer Theorie, die darauf gründet, wir hätten eine Wertegemeinschaft. Wir haben auch keine Wertegemeinschaft gegenüber China. Die USA haben ganz andere Interessen dort als wir. Aber was wir haben, das sind politische und Sicherheitsinteressen und ökonomische Interessen. Und über die müssen wir mit den USA reden und um die geht es. Vielleicht haben Sie ja schon Rezepte, wie sich Deutschland speziell neu positionieren soll in Zukunft, auch zum Beispiel im Hinblick auf eine kommende US-Regierung unter Donald Trump, die ja durchaus noch einmal möglich sein könnte. Also ich glaube nicht, dass Donald Trump nochmal zurückkehrt, aber man muss sehen, dass die republikanische Seite natürlich gleich stark geblieben ist inzwischen und ob Biden die Wahlen gewinnt, die Midterm-Wahlen jetzt und damit seine 2, 3 Senatoren sichern kann, die er dazu braucht. Das würde ich auch heute noch nicht wetten. Aber wir haben natürlich eine Aufgabe, nämlich die, dass wir uns mit den USA über diese Unterschiede unterhalten, auch indem wir darauf aufmerksam machen, dass die USA ihre Außenpolitik entscheidend von ihrer Innenpolitik abhängig machen. Also ein Land, das alle 2 Jahre wählt, stellen Sie sich mal vor, wir hätten alle 2 Jahre Bundestagswahlen. Wir wären überhaupt nicht mehr, kämen ja gar nicht mehr zur Ruhe. Die USA wählen aber ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus wählen sie alle 2 Jahre. Und kaum, dass der Präsident installiert ist, ist er schon wieder im Wahlkampf. Und diese Abhängigkeit der USA von der Innenpolitik für ihre Außenpolitik, die ist ein Problem, was wir realisieren müssen. Wir sind in den Händen der USA nicht wirklich sicher. Und vor kurzem hat ein ehemaliger Verteidigungsminister unter Trump, der dann aber zurückgetreten ist, ein Herr Esper, ein Buch geschrieben und hat mal geschrieben, was für außenpolitische und sicherheitspolitische Eskapaden, also Sprünge, Trump eventuell unternommen hätte, wenn man ihn nicht gebremst hätte. Und dass das so ist, diese Gefahr, in der wir uns dort befinden, über die muss endlich geredet werden. Ich bin wirklich ein Freund der USA. Verdanke den USA viel. Ich spreche Englisch eigentlich, auf jeden Fall, es war mal so, dass ich genauso gut sprach wie Deutsch. Also ich habe wirklich nichts gegen die USA. Aber die USA haben ganz andere Interessen und wir können uns diesen Interessen nicht einfach anvertrauen. Und solange wir das nicht debattieren in Europa, solange bleibt Europa in der Unsicherheit. Und die Ukraine befindet sich gegenwärtig in einem Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland. Und dasselbe könnte Europa auch passieren, wenn wir nicht aufpassen. Sie sagen, Deutschland und Europa sollen sich aus der Abhängigkeit der Amerikaner lösen, der US-Amerikaner. Eines dieser amerikanischen Interessen war es ja, die Ölpipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland zu verhindern. Und speziell Deutschland hat sich dann, wie Sie es eigentlich empfehlen, nach eigenem nationalen Interesse gehandelt und sich gegen den Rat der USA entschieden und die Pipeline gebaut und ist jetzt damit auf die Nase gefallen. Also dass da jemals russisches Gas durch die Nord Stream, ja, was sagen Sie? Entschuldigung, ich muss jetzt niesen. Also, ich finde nicht, dass wir auf die Nase gefallen sind. Wir mussten da nachgeben, aber im Grunde genommen war das Projekt aus meiner Sicht ein vernünftiges Projekt. Wir hatten ja versprochen, dass dieselbe Menge Gas, die ohnehin durch die Ukraine fließen würde, auch dort weiterhin fließt. Und wenn Sie mir ein Zitat bringen können, dass jemals ein ukrainischer Politiker, Präsident oder Ministerpräsident oder Außenminister gebeten hätte, doch weniger Gas durch die Ukraine kommen zu lassen, damit wir nicht so abhängig werden von Russland. Ein solches Ansinnen habe ich von der Ukraine nie gehört. Das heißt, das wahre Interesse am Durchfluss von Gas aus Russland nach Westeuropa, nach Deutschland, war ein ukrainisches Interesse. Und nun hatten wir erlebt, dass an dieser Stelle gelegentlich technische Probleme auftauchen können und meinten, wir brauchten eine andere zusätzliche und auch in diesem Sinne ökologischeren Zugang. Das kann man technisch bestreiten, kann sagen, das war vielleicht technisch nicht richtig, aber politisch sehe ich darin überhaupt kein wirkliches Problem. Habe ich nie gesehen, ich halte es auch für falsch. Auch wenn damit die Abhängigkeit von russischem Gas noch mehr zementiert worden wäre, würde diese... Das wäre ja gar nicht gestiegen. Das,
Aber Herr Steinbrecher, die Abhängigkeit wäre doch gar nicht gestiegen. Die Abhängigkeit besteht darin, dass wir Gas aus Russland beziehen. Übrigens gibt es hunderte von anderen Abhängigkeiten, die wir haben. Ich weiß nicht, ob Sie gegenwärtig verfolgen, dass bei den Abhängigkeiten aus Russland das Thema Nuklearversorgung, also Brennstoffversorgung für die Kernkraftwerke in Frankreich, überhaupt nicht mehr auf der Tagesordnung steht. Weil es nämlich eine Abhängigkeit ist, von der Frankreich gar nicht ab kann. Also es gibt eben Abhängigkeiten, wenn man eine globalisierte Welt hat. Und ich fand diese Abhängigkeit auch kein großes Problem. Russland hat niemals gedroht, die Gasversorgung abzudrehen. Jetzt wird Russland abhängig von uns, indem wir sagen, wir wollen das Gas nicht mehr kaufen. Also das zeigt doch, dass es auch eine umgekehrte Abhängigkeit gibt. Nein, ich finde, diese ganze Debatte ist relativ irrational geführt worden und wir sollten sie wieder auf die Füße stellen. Globalisierung. Ja. Ja, ich wollte nur sagen, Sie sind nicht zufrieden mit meinen Worten, aber das ist ja auch berechtigt. Das können Sie ja. Ich verstehe das. Ja, ich denke, es gibt halt viele Meinungen in diesem Diskurs und wir sind dafür da, diese Meinungen einzufangen. Und Sie weisen ja mit Recht darauf hin, dass es eben mannigfaltige wirtschaftliche Abhängigkeiten gibt, auch die für die Atomindustrie in Frankreich. Weswegen ich mich eigentlich frage, wie soll man denn Krisen wie jetzt zum Beispiel diesen Krieg, aber auch Krisen wie den drohenden Klimawandel, bei der sich ja viele Staaten einfach zum Pariser Klimaabkommen zusammengeschlossen haben, um diese Krise gemeinsam zu lösen. Warum ist es dabei so wichtig, auf die nationalen Interessen zu hören? Das kriege ich noch nicht so ganz zusammen. Weil es ja nur eine Demokratie auf der Grundlage der eigenen Staaten geben kann. Also es gibt ja auch in Europa keine europäische Demokratie. Wir können ja nicht durch Mehrheiten beschließen, zum Beispiel in Europa, dass Deutschland wieder die Kernenergie einführen sollte. Das wäre ja nicht mehr demokratisch. Die demokratische Basis liegt bei den Nationalstaaten. Aber die Aufgabe der Nationalstaaten besteht darin, auf dieser demokratischen Basis eben Verständigungen herbeizuführen. Das heißt, wir hatten eben sehr unterschiedliche nationale Interessen bei zum Beispiel dem Pariser Abkommen in Fragen Klimapolitik. Da gab es eben chinesische Interessen, da gab es amerikanische Interessen, da gab es französische Interessen, da gab es deutsche Interessen. Und die Aufgabe besteht darin, diese nationalen Demokratien oder das, was national sozusagen als Interesse verstanden wird, auch in Autokratien als Interesse verstanden wird, zusammenzubinden zu einem gemeinsamen Interesse. Und das ist ja auch ganz gut gelungen, das gelingt auch ganz gut in Europa. Nur, ich habe in meinem Buch ja auch einen langen Teil über Europa geschrieben. Es ist nach meiner Meinung völlig ausgeschlossen, dass eine Mehrheit über Deutschland entscheidet, zum Beispiel wie unsere Sozialpolitik ausgerichtet werden soll. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten Mehrheiten also aus Polen, aus Litauen, aus Tschechien, aus Italien und so weiter. Die würden entscheiden, wie viel Geld wir ausgeben dürfen für Sozialpolitik. Das kann demokratisch nicht funktionieren. Der Nationalstaat ist das Fundament der Demokratie und diese Demokratie muss dann ein internationales Interesse haben, die Verständigung zwischen den Nationen und den Ausgleich der Interessen zustande zu bringen. Aber zu leugnen, dass es unterschiedliche Interessen gibt, auch zum Beispiel zwischen Frankreich und Deutschland, ist doch einfach töricht. Die Interessen sind ja erkennbar, wie sie sich unterscheiden. Jetzt gibt es sicherlich nicht besonders viele Freunde einer europäischen Zentralregierung. Andererseits, so wie Sie es formulieren, dass die nationalstaatlichen Interessen oft vorgehen sollten, führt das nicht am Ende dazu, dass dann... Das habe ich nicht gesagt. Okay, sagen Sie es nochmal, wie Sie es meinen. Ich stelle die Frage schon mal eben vorab. Führt das nicht dazu, dass jeder seins macht? Nein, Herr Steinbrecher, ich habe nicht gesagt, dass die nationalen Interessen immer Vorrang haben. Ich habe gesagt, dass man sie kennen muss, dass man mit diesen Interessen in die Verhandlungen gehen muss und auch nachgeben kann. Das ist doch völlig selbstverständlich. Sie können ja auch ich mache mal ein einfaches Beispiel aus einer Ehe. Es gibt sehr unterschiedliche Interessen zwischen Männern und Frauen, besonders wenn beide berufstätig sind in einer Ehe. Aber es besteht ja dann der Konsens in der Ehe nicht darin, dass der eine den anderen sozusagen zwingt, seinen Interessen zu folgen. Nein, sondern da muss man eben den Ausgleich suchen. Und so ist das auch in Europa. Es ist sehr schwierig bei 27 europäischen Staaten mit 24 verschiedenen Sprachen einen solchen Ausgleich herzustellen. Sie sehen ja gegenwärtig, wie es mit der Frage der Ölversorgung aus Russland läuft. Da gibt es eben sehr unterschiedliche Interessen in einigen osteuropäischen Ländern.
möchte man an der Ölversorgung aus Russland festhalten, auf Zeit jedenfalls. Und andere meinen, man kann das streichen. Frankreich möchte unbedingt an der Nuklearversorgung aus Russland festhalten. Wir hängen an der Gasversorgung. Das sind unterschiedliche Interessen, die muss man dann versuchen zusammenzubringen. Aber sie können sie nicht zusammenbringen, ohne dass die Demokratie der Nationalstaaten bereit ist, nachzugeben und das eigene Interesse zurückzustellen gegenüber dem Interesse der Gemeinschaft. Das ist die Voraussetzung für eine funktionierende Zusammenarbeit unter Demokratien. Herr von Dohnányi, Ihr Buch ist ja rund einen Monat vor Beginn des Ukraine-Kriegs erschienen. Sie sagten selber, im November vergangenen Jahres haben Sie es abgeschlossen als Autor. Würden Sie das Buch heute noch einmal ganz genauso schreiben oder gibt es Passagen, die Sie vielleicht dazu tun würden oder verändern würden? Und wenn ja, welche? Ich würde mit Sicherheit natürlich jetzt eingehen auf den Krieg und sagen, noch deutlicher sagen, warum dieser Krieg eigentlich auf diesem Wege, den der Westen eingeschlagen hatte, faktisch unvermeidlich war. Putin hatte gedroht, Putin hatte seine Truppen zusammengezogen. Wir haben nicht verhandelt. Präsident Biden hat die Verhandlungen über die Ukraine in der NATO abgelehnt, hat stattdessen mit Sanktionen gedroht und hinterher gesagt, ich wusste, dass diese Sanktionen für Russland keine Bedeutung haben werden oder keine Folgen haben werden. Das ist die Lage gewesen. Dazu würde ich natürlich heute intensiver schreiben, aber in der Struktur, nämlich in den beiden Hauptpunkten, nämlich einerseits, Europa muss gegenüber den USA seine eigene Sicherheit formulieren. Und zweitens, die Europäer müssen erkennen, dass es unterschiedliche nationale Interessen auch in der EU gibt und dass deswegen diese nicht über ein Parlament ein gemeinsames gelöst werden können, sondern nur über die Abstimmung zwischen den Staaten. Diese beiden Thesen würde ich genauso schreiben, wie ich sie in meinem Buch geschrieben habe. Sagt Klaus von Dohnányi, ehemaliger SPD-Minister und jetzt politischer Beobachter und Autor. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Dohnányi. Vielen Dank, Herr Steinbrecher.